Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher. Ja, in der letzten Folge ist es nicht ganz so toll gelaufen. Vielleicht kriegen wir es diesmal. Was suchst du denn hier? Frustriert vom Leben oder was? Hallo. Oh, hallo. Da in den Kanälen ist ein grässliches Biest. Dem weichst du besser aus. Ja. Hallo. Soll Dutzende von Jungfrauen verschlungen haben, aber auch viele tapfere Kämpfer sind reingegangen und nie wieder rausgekommen. So, jetzt aber vorsichtig hier. Sind wir einfach runtergefallen. So. Und es geht mit der Hauptstory des DLCs weiter. Ich guck erstmal da. Seht ihr? Ich habe zwischendurch nochmal, das muss ich gestehen, ein paar Fragezeichen abgeklappert und so. Jo. Ertrunkene. Mhm. Alter. Geralt. Monsterleber. Aha. Stiefelspuren. Groß. Von einem Mann wohl. Ich dachte, nur Frauen suchen nach dem verwunschenen Prinzen. Na, irgendjemand will immer den Ruhm ernten, ne? Schwertwunden. Das war kein Monster. Schwertwunden. Ja, Geralt, das war kein Monster. Ich wäre aber da eigentlich. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh nein, ausgeschlossen, klar? Wag es ja nicht. Bitte, tu mir das nicht an. Shani? Geralt? Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Hilf mir. Shani, hör auf. Er ist tot. Ich bin sicher, irgendwas können wir tun. Lass das sein. Verdammt! Alles umsonst. Du hast getan, was du konntest. Danke, Geralt. Es ist schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich wie immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert, vor allem in meiner Ochsenfutter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen auch der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter, dann hat uns etwas angegriffen. Was hat euch angegriffen? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin gerannt, als es aufgetaucht ist. Es war riesig. Hat Gift gespuckt und so Schlürfgeräusche gemacht. Mehr weiß ich nicht. Hm. Wohl kein großer Nekrophage und kein Ertrunkenenrudel. Nein. Das war nur ein Ding. Ein großes. Jemand hat eine Fackel draufgeworfen. War dem Monster egal. Vor Feuer hat es also keine Angst. Gut zu wissen. Der Soldat. Hat er dir was bedeutet? Er hieß Noels. Nächste Woche hätte er Urlaub gehabt. Das hat sich jetzt erledigt. Auch für den Rest seiner Einheit. Wie viele waren sie? Ein ganzer Trupp. 6 tapfere Jungs. Alle tot. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt?
Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation streift. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. Ja, na schön, deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Das Gitter ist verbogen. Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. Oh, wie offensichtlich. Vorsicht, vielleicht ist das Monster noch hier. Schwertwunden. Das war kein Monster. Tja. Da kam es wohl durch. Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet. Kanntest du sie gut? Ihn erst seit heute Morgen. Aber Vern kenne ich noch aus der Schlacht von Doria. Miklas ist erst seit Jule dabei. Tut mir leid. Wenn das Biest tot ist, müssen wir jemanden herschicken, der die Leichen holt, damit wir sie anständig beerdigen können. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Nuls stand Wache. Dann erschien das Monster. Nuls schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Ganz schön tief. Die untere Ebene der Kanalisation ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Vern hatte einen Generalschlüssel. Mal sehen, ob ich ihn finde. Wir sollen jetzt runter, oder? Da hinten, ich seh's doch schon. Ich hab den Schlüssel. Ach, gut, dann los. Gut, das lesen wir noch, ob man während Palak und seine Einheit erhalten den Befehl, die Kanalisation von Oxenfurt zu betreten, zum Feldärztin Shani auf ihrer bla bla bla. Geralt, alles in Ordnung? Alles klar. Hier komme ich nicht runter. Ich suche woanders. Sei vorsichtig. Nur. Ja.
Ganz easy. Oh, das war nicht so easy. Nicht gut. Was passiert jetzt? Geralt, alles in Ordnung? Ah, sie hat's geschafft. Und du? Wie bist du hier reingekommen? Ich habe mich durch die Stäbe gequetscht. Sieh mal, da ist Franz. Was von ihm übrig ist, meinst du? Was für eine Kreatur würde sowas tun? Aha. Viele ertrinken hier. Bedeutet das was? Das heißt, dass unser Monster die nicht angreift. Scheint mit den übrigen Kanalisationsbewohnern zurechtzukommen. Symbiotisch vielleicht. Hm. Interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über dem Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt. Bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten, das Monster mag Alkohol? Mhm. Mit Blut gemischt. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Okay. Eine unglückliche Romantik. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Oh Mann, wie viel Mitgefühl Geralt doch hat, ne? Er starb einen ekelhaften Tod. Shani, pass auf! Denk da. Da hängt einer. Der Körper ist so gut wie unversehrt, nur zur Hälfte mit Schleim bedeckt. Hoffentlich musste er nicht leiden. Blumen. Shani, kannst du hier deine Probe holen? Sicher. Vermischt mit Dreck, Geröll und ertrunkenen Kot. Die Probe muss sauber sein. Am besten aus dem Lager. Gut, gehen wir durch. Schau, was du zu Boah, hier ist aber nicht so viel. Aber viele Monster dafür. Überall tote Ertrunkene. Verwesende Leichen, überall Schleim und dieser Gestank. Das muss das Lager sein. Frisch und feucht. Das Fieber gerade hier. Ich nehme die Probe. All die Tunnel und Korridore laufen hier zusammen. Und nun? Wir müssen das Monster anlocken. Und wie? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht. Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Hast du genügend gesammelt? Ich hoffe. Aber reines Gift hätte ich auch gerne. Wenn du das Monster getötet hast. Um ein Gegengift herzustellen? Wozu, wenn das Biest tot ist? Ich habe noch ein paar Vergiftungen zu behandeln. Außerdem kann ich das Gift untersuchen und testen. Vielleicht hat es spannende Eigenschaften.
Ich mach mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut. Sehr gut. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt. Ich hoffe, ihr hört mich wieder. Ach, Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich gegen den kämpfen soll. Sind viel zu schwach für diese Riesenkröte da, ey. Oh, nee. Jetzt muss man wieder warten und warten. Und, Und wie geht's euch so? Alles tutti frutti so? Schönes Wetter bei euch? Ach ja.
Das ist so blöd, es ist so blöd. Komm schon, Mann, ey, dass der Ladebildschirm immer so lange braucht. Und ich weiß echt nicht, wie wir diese Riesenkröte killen sollen, weil wir ziehen der kaum Schaden ab und ihr blödes Gift ist auch überall, ey. Oh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hilft Igni, aber irgendwie glaube ich das nicht, wenn die nicht mal Angst vor Feuer hat. Also Art können wir, glaube ich, auch vollkommen vergessen. Axi hat auch nichts gebracht. Quen ist einfach nur Schutzschild, ne? Das ist eigentlich das Einzige, was wirklich was bringt. Und ja. Auf ein neues. Mein Controller ist ja ausgefallen. Das war auch ein bisschen blöd. Toll, das ist voll. Ich komme nicht an den Rand. Okay, Feuer ist seine Schwachstelle. Wir können nicht zufällig. Ah, verdammt. Okay, wir brauchen neue Bomben. Feuer, Feuer, irgendwas mit Feuer. Wohl. Nee, das wird nix. Nordwind könnte funktionieren. Ach, das ist Drachentraum. Warum wirft er denn immer hin? Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Yeah.
ein langer Kampf. Oh fuck. Ja. Komm schon, Geralt. Das Vieh ist doch übel. An den Mistsack dran. Ausweichen müssen. Alter.
Bitte sag, dass wir es geschafft haben. Und was passiert jetzt? Was geht hier vor? Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier. Außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros. Oder der Fakbatoil in deren komischer Sprache. Unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Kröte in der Kanalisation, verdammt. Ich hab wohl Glück gehabt. Die hätten mich auf der Stelle töten können. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich hab ihn getötet. Toll. Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Und wer bist du? Philippe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet? Nun, sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und hab sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut. Dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen. Nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial! Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkai Sokan! Galavet Kar! Ualbata Gel! Still, du Hund. Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Valar! Karveret Ende! Wärst du schon tot. Rihav Kernerarem Karer Ane! Ist nicht unser Anna. Durch Gathe, je Alami! Wir haben bei unserer Ehre geschworen.
Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Wild Alke Ul'e Gulat. Was? Elkal! Wild? Wild Alke Ul'e Gulat. Elkal! Inkal Aver Ikel Ul'ge Hegerwing Olviter. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In 2 Wochen hängst du. Na toll. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber. Sie pumpen sich auf, hast du gemerkt? Wie diese Fische, wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei. Ich glaube aus Edirn. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Ich brauche keinen Schlaf, sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Hallo, Geralt. Kennst du mich noch? Aber ja, wir haben uns in Weißgarten getroffen. Du bist... Gaunter Odim, auch Spiegelmeister genannt. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Ich hab noch nicht probiert. Wirkt nicht sehr vielversprechend. Wie deine Lage. Ich könnte versuchen, dich daraus zu befreien, weißt du? Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Oh ja, aber was in aller Welt könntest du? Oh, ich kann mehr als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yantra. Um Mitternacht. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Schaukeln wie die Teufel, mein Magen auch. Einfach alles verschlafen, das Wetter. Das tat bestimmt weh. Mann, die Folge hat schon wieder Überlänge, Mann. Weil wir kommen ja einfach nicht aus den Videos raus. Erst der Kampf. Ich habe den Sturm nicht gestellt. Fürchte, mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Und der Gefangene? Wir bringen ihn zum König. Das habe ich bei meiner Ehre geschworen. Können wir eurem König nicht einfach den Topf bringen, wie bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen, die der König diesem hier bereiten wird. Welche Hölle? Die Strafe für Regizid umfasst Teeren, Häuten und Vierteilen. Bam! Ah!
Lass es, alter Mann. So, und bevor es jetzt weitergeht, verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.